Hallo, was machen Sachen? Ja, und willkommen zum zweiten Teil des Charakter-Time-Loops. Jetzt arbeiten wir im Blender. Wir haben in WeWork ja die Basis festgelegt. Körper ist halt soweit erstmal fertig. Und jetzt kommen die Klamotten dran. Die Basis hat wir schon genutzt. Ich habe mir Textilien ersucht, die so ungefähr die gleiche Form haben, die ich brauche. Und halt das, was weg soll, einfach ja, angezeichnet. Ja, und genau das mache ich jetzt im Blender. Ich tue einfach die Faces rauslöschen, die wir nicht brauchen, und füge halt neue hinzu, falls nötig. Und mache das dann halt alles so, wie ich es mir haben möchte. Ich teste ein bisschen was aus. Zupfe hier und da, und bis es halt so ist, wie es mir gefällt. Und das ist das, was ihr gerade seht. Ich möchte jetzt auch ein bisschen Werbung eigener Sache machen. Ich habe jetzt Patreon, oder ich habe wieder Patreon. Ich werde es aktiver nutzen, weil es an für sich eigentlich eine angenehme Seite ist, wo man halt Bilder, Videos und so weiter alles teilen kann. Ich werde dort viele Sachen posten, die ihr halt auch sehen könnt, wenn ihr kein Patreon seid, einfach weil es für mich übersichtlicher ist. Patreons, die mich unterstützen, kriegen natürlich ein bisschen mehr, bekommen Zugriff auf Work-in-Progress-Sachen oder halt Videos 3 Tage früher. Ihr könnt ja mal vorbeischauen, ihr müsst mich nicht unterstützen, aber es ist halt eine schöne Seite, wo ich halt alles viel übersichtlicher gestalten kann. Okay, zurück zum Modell. Wie schon gesagt, habe ich die Klamotten aus WeWork als Basis genommen und halt schneide das weg, was zu viel ist, und füge halt neue Sachen hinzu, sodass es halt für meinen Geschmack passt. Was ich halt gleich noch dazu sagen werde, ich habe hier nur den Part des Models drin, das UI unwrappen und die Texturieren habe ich nicht rein. Ich habe da Probleme mit dem Footage, das hängt ohne Ende. Ich habe da ja ein paar Problemchen auch, habe ich das sehr unübersichtlich gemacht, sodass es halt einfach kein schönes Video wird, also lasse ich das für dieses Modell erstmal weg. Bei dem nächsten Modell werde ich da ein bisschen darauf achten, dass ich da halt ein bisschen ja, flüssiger arbeite, sodass es halt auch für Video nutzbar ist. Dann gibt es halt dafür dann halt Texturierung. Ich sag, die Streams sind ja noch da, man kann sie sich angucken. Ich müsste auch den Texturierungsstream auf YouTube haben, sodass er halt länger zur Verfügung steht. Generell, nicht, dass sich jemand wundert, ich streame momentan auf Twitch und YouTube gleichzeitig über Restream, also man kann auf beiden Kanälen mir folgen. Es hat sich im Laufe der Zeit jetzt halt einfach so ergeben, dass ich halt momentan auf beiden Seiten streame. Eigentlich wollte ich nur auf Twitch streamen, weil es Streamen da halt wesentlich angenehmer ist, wie auf YouTube, also für mich halt persönlich. Oder ich wollte das halt auch nicht komplett aufgeben, aber Twitch ärgert mich gerade so ein bisschen, oder vielmehr die Internetverbindung. Ich weiß nicht, wie, ich kriege es auch nicht hin, dass es besser wird. Sobald ich versuche, auf Twitch zu streamen, sagt unsere Internetleitung, ne, so viel Volumen gebe ich dir nicht. Vergiss es, es leckt ohne Ende, egal was ich mache. Beim Modellieren, wenn ich ein Programm aufhabe oder zwei, geht es doch, aber sobald ich dann halt mehrere Sachen aufhabe oder wehe mir, ich öffne eine Engine oder halt generell irgendwas spielen will, das hängt halt ohne Ende, das ist ein bisschen schade. Momentan mache ich das über Restream. Das ist eine Seite, wo man halt parallel auf mehreren Seiten streamen kann. Momentan ist für mich halt dadurch auf YouTube und auf Twitch gleichzeitig, dass halt auf einer Seite, wenn es Probleme gibt, halt die andere Seite als Backup da ist. Also könnt ihr mich momentan auf beiden Seiten sehen. Ihr dürft euch die aussuchen, die euch gefällt. Ich habe es noch nicht so ganz hinbekommen, dass der Chat halt für mich auch funktioniert. Sprich, ich habe einfach beide Chats offen in YouTube und auf Twitch. OBS zeigt mir halt immer nur den Twitch-Chat an, YouTube irgendwie nicht. Er sagt, nee, du hast ja gar kein Video gelaufen. Also gibt es halt erstmal keinen Chat. Aber es ist jetzt halt erstmal ein kleines Problem. Aber dadurch, dass ich über WeStream arbeite, habe ich halt auch einen großen Vorteil, dass halt Twitch aus irgendwelchen Gründen wieder läuft. Wahrscheinlich sind aber die Server von WeStream ein bisschen stabiler oder komprimieren da irgendwas, dass es flüssiger läuft. Es hängt zwar immer noch hier und da, aber halt wesentlich besser, wenn ich es halt direkt auf Twitch machen will. Ich weiß nicht, warum es ist, aber es ist halt so. Aber es ist doch schon mal eine gute Sache. Also wundert euch nicht, ich bin halt momentan auf Twitch und auf YouTube am Stream, wenn ich am Stream bin. Ist auch schon faszinierend, dass halt, ja, es funktioniert besser auf beiden Seiten parallel zu streamen als alleine, allein von der Internetverbindung her. Ich habe keine Ahnung warum, aber es scheint ja erstmal so zu funktionieren, also bleiben wir fürs Erste dabei. Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire. But it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light